Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute wieder zu unserem Talk, Die Linke in Corona-Zeiten. Und diesmal geht es um die Umwelt, denn die kann in Corona warten oder auch nicht. Das ist die Frage, die wir heute diskutieren wollen. Vorab, Thomas hat es schon gesagt, wir wollen natürlich auch interaktiv sein, interaktiv bleiben, mit euch ins Gespräch kommen. Das ist für uns wichtig. Deswegen beteiligt euch. Ihr könnt das einfach tun, indem ihr bei uns auf die Facebook-Seite geht, das auch teilt, liked oder euch hier dran beteiligt bei Zoom direkt. Jetzt aber zu meinem Gesprächspartner heute, das ist Jürgen Resch. Wir kennen uns seit etwa 2 Jahren und Jürgen ist ein super engagierter Geschäftsführer eines super engagierten Umweltverbandes. Er macht den Job seit 30 Jahren. Es geht dabei um die Deutsche Umwelthilfe e.V. Und die Deutsche Umwelthilfe ist, glaube ich, das Hassobjekt all derer geworden, die so mit großen Verbrennerkarren durch die Weltgeschichte fahren. Die meisten Umweltverbände sind solche, die dann so im Kleinen immer ganz kleine süße Tierchen retten, Bienen vielleicht, Vögelchen und so, Bäume pflanzen, laute sympathische Sachen. Die Umwelthilfe, die Deutsche Umwelthilfe, ist da anders drauf. Sie geht einen anderen Weg. Jürgen, kannst du den mal kurz beschreiben? Ja, vielleicht mal so zusammengefasst, wir beklagen uns nicht, wir verklagen. Das heißt, wenn wir feststellen, dass die Industrie gegen Recht und Gesetz verstößt, dann gehen wir dagegen vor und zwingen sie, das einzuhalten. Also ein Beispiel ist jetzt Dieselgate. Zuvor war das eben aber auch der Betrug mit falschen Spritverbrauchsangaben. Das ist aber auch, wenn Elektromärkte dann keine richtigen Angaben machen über den Energieverbrauch von Kühlschränken oder entsprechenden Raumklimageräten. Das ist das eine in Richtung Industrie und Handel. Was viel wichtiger für uns mittlerweile geworden ist, ist, dass der Staat seine Gesetze nicht mehr ernst nimmt. Nehmen wir mal den Klimaschutz. Wir haben ein Klimaschutzgesetz verabschiedet von der Bundesregierung, das im Januar in Kraft getreten ist. Und nach den eigenen Gutachten der Bundesregierung werden die Klimaschutzziele für das Jahr 2030 nicht erreicht. Deswegen haben wir dann zum einen Kläger aus Nepal und Bangladesch unterstützt mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, in einer zweiten Klage dann Jugendliche und Kinder, die eben für ihre Zukunft kämpfen. Und schließlich vielleicht noch ein Beispiel für unsere Arbeit, wie wir die saubere Luft durchsetzen. Wir kämpfen seit 30 Jahren gegen Großfeuerungsanlagen. Wir haben die schwefelfreien Kraftstoffe durchgesetzt. In den Nullerjahren den Dieselpartikelfilter. Und jetzt seit 10 Jahren eben Stickoxide, Feinstaub in den Städten. Deswegen in 40 Städten kämpfen wir für die saubere Luft und für die Verkehrswende. Und Stand heute, 32 der 40 Verfahren haben wir abgeschlossen und alle gewonnen oder eben auf dem Vergleichswege dann umfangreiche Pläne ausgearbeitet. Das heißt, wir versuchen jetzt nicht nur diese sehr ehrenwerte Arbeit, die machen wir auch, Fischotterschutz oder eben irgendwelche Naturschutzprojekte zu machen, sondern wir müssen leider verstärkt dafür kämpfen, dass Staat und vor allen Dingen große Unternehmen Gesetze ernst nehmen und sie nicht mit Füßen treten. Ich habe da gehört, die Gemeinnützigkeit sollte euch entzogen werden, hat die CDU beschlossen. Ist da noch was gekommen oder war das so eine Versenkung des erster Klasse? Also wir haben uns überlegt gehabt, ob wir Frau Kramp-Karrenbauer eigentlich einen DUH-Orden geben sollen, denn wir haben zu keiner Phase mehr Unterstützung bekommen, als nachdem der CDU-Bezirksverband Nordwürttemberg Stuttgart, also praktisch die Automobilindustrie, die hat sich ein Bezirksverband gekapert, wo vom Ehrenvorsitzenden über den Vorsitzenden bis, also Ehrenvorsitzender ist Matthias Wissmann, VDA-Präsident, Vorsitzender der Staatssekretär im Verkehrsministerium und der Stellvertreter ist dann Maschinenbau. Also die Autoindustrie hat den Antrag gestellt, die Deutsche Umwelthilfe soll die Gemeinnützigkeit verlieren, aber nicht nur. Sie sollte auch die Klagerechte verlieren vor Verwaltungsgerichten, um eben gegen Zulassung von Betrugsautos vorzugehen, was wir mit Erfolg tun. Oder eben sie soll auch nicht mehr für die saubere Luft
kämpfen dürfen. Und schließlich, wir sollten kein Geld mehr bekommen. Ich freue mich, dass das Finanzamt Singen in einem Interview der Taz gesagt hat, in Deutschland würden nicht Parteitage über die Gemeinnützigkeit befinden, sondern Behörden. Und das Finanzamt hatte gerade eine Prüfung abgeschlossen und es für die nächsten 5 Jahre die Gemeinnützigkeit bestätigt. Also das ist dann immer dieser Freistellungsbescheid, der dann eine entsprechende Gültigkeit hat. Nein, wir sind in jedem Jahr, seit 45 Jahren existieren wir. Wir haben für jedes einzelne Jahr, wo wir geprüft wurden, für jede Periode, sind wir ohne Einschränkung als gemeinnützig bestätigt worden. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Das zeigt ja im Prinzip, dass ihr eine gute Arbeit macht. Wenn ich das richtig wahrnehme, geht ja also vor allen Dingen jetzt politisch eher den Weg der Verbote, so kann man das sagen. Also es geht darum, geltendes Recht durchzusetzen, vor allen Dingen eben regulierendes Recht durchzusetzen und war damit natürlich auch Feindbild auf jeder Dieseldemo. Und auch Feindbild der Automobilkonzerne, die bei den Abgaswerten getrickst, geschummelt und Ähnliches haben. Jetzt wiederum ist es ein bisschen besser geworden mit der Luftbelastung. Seid ihr zufrieden? Sagt ihr, das ist ein guter Zwischenweg? Oder wie bewertet ihr den aktuellen Stand? Na, wir haben uns erstmal im Frühjahr gefreut, dass mit Covid-19 wir anders als in der Lombardei eine sehr viel geringere Belastung hatten. Damals wurden solche Satellitenbilder veröffentlicht, die eben Norditalien in einem tief dunkelvioletten praktisch Farbton abgebildet haben. Also ganz hoch belastete Luft. Und ein Ergebnis unserer wirklich 30-jährigen Arbeit, und das ist mittlerweile auch, haben wir im Sommer, konnten wir es in der Bundespressekonferenz aufzeigen, Städte, in denen wir geklagt haben, da hat sich die Luft doppelt so stark verbessert als in Städten, ohne dass wir eben die Politik gezwungen haben. Es sind ja ein paar Milliarden Euro extra für die Verkehrswende, für mehr Fahrradwege, für mehr Busse und eben für weniger Autos und vor allen Dingen für weniger große Autos. Das ist, glaube ich, schon wirklich der richtige Weg. Aber ich halte es durchaus für richtig, Anreize zu schaffen. Wir haben dafür gekämpft, dass zum Beispiel in Deutschland, weil ich kann doch nicht nur verbieten, ich muss ja auch was anbieten, dass wir das Wiener Beispiel oder das mittlerweile österreichische Beispiel beim Nahverkehr kopieren, 1 Euro pro Tag und ich kann mit allen Nahverkehrsmitteln fahren. Wir gehen da noch eine Stufe weiter und sagen, wir brauchen das in ganz Deutschland. Mit einem Flat-Ticket im Nahverkehr, dass ich, wenn ich auch mal die Oma besuche oder meine Freundin oder Freund, dass ich da eben dann in einer anderen Stadt auch die Möglichkeit habe, ohne jetzt mich in das Buchungssystem einzustudieren, zu fahren. Wir haben bei der Bundesregierung vor einem Jahr für 10 Regionen in Deutschland das Geld freigemacht. Aber das Verkehrsministerium, und das ist halt unser Problem mit diesen positiven Beispielen, gibt das Geld nicht frei. Also keine einzige Region kann das jetzt umsetzen, weil wir haben halt das Problem, dass Deutschland Autoland ist. Ich habe auch gelesen, dass ihr in einem Fall sogar den Markus Söder mit Beugehaft bedroht habt. Was war da der Zusammenhang? Naja, die Herr Seehofer und später Herr Söder haben verkündet, dass die höchstrichterliche Entscheidung ihrer Gerichte, auch des höchsten bayerischen Gerichtes, ich glaube nur dieses wird ja wirklich ernst genommen im Freistaat, dass sie das ignorieren würden. Und ich habe selber gestaunt, als ich dann die Vorlagefrage beim Europäischen Gerichtshof dieses höchsten bayerischen Gerichtes gelesen habe, die kulminierte dann in die Frage, dass man eigentlich als Gericht nur noch die Möglichkeit durch eine Inhaftierung des Ministerpräsidenten eine Chance sehen würde, dass in Bayern der Rechtsstaat wiederhergestellt wird. Wir haben im Übrigen vom Europäischen Gerichtshof das dann auch bestätigt bekommen, dass wenn sich der Staat weigert, Recht und Gesetz umzusetzen, dass dann auch mehr als bisher, nämlich dass der Staat eine symbolische Strafe an sich selbst zahlt, möglich ist. Deswegen hatten wir jetzt auch schon in Baden-Württemberg den Fall, dass das Gericht gesagt hat, also erstmals Verhängung einer Strafe an die Kinderkrebshilfe und nicht mehr, dass der Staat an sich selbst zahlt, in einer ziemlichen Höhe. Und die nächste Stufe wäre gewesen, dass dann der Ministerpräsident persönlich, aus seinem persönlichen Vermögen eine Strafe zahlen muss. Es kann doch nicht angehen, dass wir Bürger, wenn wir irgendwo ein Parkvergehen haben,
dass wir eben unser Bußgeld zahlen müssen. Und damit möchte man dann ein korrektes Verhalten durchsetzen. Der Staat aber von niemandem gezwungen werden kann, seine Regeln einzuhalten. Und seitdem wir diesen Beschluss des Europäischen Gerichtshofes erlebt haben, sehen wir auch, dass zumindest mal in den meisten Bundesstaaten, ich muss jetzt leider hier Bayern ausnehmen, das auch ernster genommen wird. Also wir haben mit dieser Klärung, ich glaube, für alle Rechtsgebiete, auch Flüchtlingshilfe, für viele andere, sichergestellt, dass der Staat sich nicht einen schlanken Fuß machen kann, wenn es um die Einhaltung von Rechtsvorschriften für ihn selbst geht. Ja, lass uns nochmal zurückkommen auf das, was du jetzt gerade zwischendrin mal angesprochen hast und was auch bei uns im Facebook jetzt auch direkt gleich zu Reaktionen geführt hat, nämlich dieses Flat-Ticket. Ich entnehme das auch bei euch als Veränderung dahingehend, dass ihr eben nicht nur auf Verbote setzt, sondern du hast es gesagt, auf Anreize und damit natürlich auch auf die Möglichkeit, anders zu handeln, gerade wenn es um Mobilität geht. Wir haben zwei Punkte. Zum einen, die Automobilindustrie hat die notwendige Transformation verschlafen. Andererseits aber haben die klammen Kassen auch bewirkt, dass der öffentliche Nahverkehr überhaupt nicht ausgebaut wurde. Wie wären jetzt die Vorschläge der Deutschen Umwelthilfe, hier zu einer Verbesserung zu kommen? Flat-Ticket, was noch? Naja, wir müssen im Grunde genommen die Verkehrswende jetzt wirklich radikal umsetzen und wir müssen gar nichts neu erfinden. Wir brauchen nur über die Grenze zu schauen. Ich erwähne jetzt einfach mal ein paar Länder. Österreich, die haben es geschafft, jetzt über Wien hinaus in auch den entsprechenden Ländern Flat-Tickets zu haben, die dann über das ganze Land gelten für den Nahverkehr. Wir haben in der Schweiz die Situation, dass wir dort einen Verkehrsmix haben, dass in die großen Städte kaum mehr ein Auto einfährt und man im Halbstundentakt auch ins Land hinausfahren kann. Das heißt auch, ich habe jetzt nicht nur eine Lösung für die Großstadt, sondern auch für die Regionen. Ich wohne auch in einer 600-Einwohner-Gemeinde, die sich in den letzten 35 Jahren immer mehr verschlechtert hat, was die Anbindung an die Städte angeht. Oder schauen wir nach Holland und Dänemark, zwei Staaten, die es geschafft haben, dass in den Städten Fahrradfahrer und Fußgänger vor Autofahrern einfach Priorität mithaben, dass Tempo 30 und weniger selbstverständlich ist. Also wir brauchen immer eine Mischung zwischen Ordnungsrecht und natürlich Anreizen. Aber wenn wir nicht dazu kommen, in Deutschland über entsprechende Ordnungsvorgaben überhaupt erst den Städten zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, Tempo 30 zu verfügen. Im Moment muss man 3 schwere Unfälle nachweisen, um als Stadt eben diese freie Fahrt für die Bürger, die als Rechtsanspruch in der aus dem Dritten Reich stammenden Straßenverkehrsordnung, die Grundlage davon, im Tempo 30 durchzusetzen. Deswegen brauchen wir hier ein entsprechendes Regelwerk und da hoffe ich darauf, dass die Linken das mit im Bundestag auch durchsetzen können. Wir haben mittlerweile in den Verbänden eine Diskussion über ein Mobilitätsgesetz, dass man einfach nochmal neu über Mobilität nachdenkt. Die Straßenverkehrsordnung kommt daher, dass man im Dritten Reich sogar gesagt hat, das Recht des Stärkeren im Straßenverkehr. Das wurde dann umgewandelt in diesen Anspruch auf freie Fahrt. Winfried Herrmann hat in Baden-Württemberg mal auf einer Autobahn auf der 81 ein größeres Tempolimit versucht durchzusetzen. Er musste das zurücknehmen auf den Abschnitten, auf denen keine schweren Unfälle nachgewiesen waren im Polizeiprotokoll. Das heißt, ich kann nicht selbst als Landesminister entsprechende Tempolimitregelungen umsetzen, weil das Gesetz mich hindert. Und deswegen sind unsere Städte auch so autogerecht. Viele Bürgermeister würden gerne mehr für Fahrradfahrer und für Fußgänger unternehmen, haben aber Schwierigkeiten mit dem entsprechenden Regelsystem. Und deswegen müssen wir entsprechend hier ran. Und man merkt es vielleicht meinen Beiträgen an. Ich bin schon ein Anhänger davon, dass man klare Regeln festlegt, um eben dann eine Veränderung zu erreichen. Wir schaffen es nicht, auch bei der Automobilindustrie, dass wir jetzt nur, und das wurde eben Jahrzehnte versucht, dass wir Subventionen geben für bestimmte Technologien oder für vermeintlich effizientere Fahrzeuge. Wenn wir heute schauen,
dass wir seit Jahren einen Anstieg der CO2-Emissionen bei Neufahrzeugen sogar haben. Also Sonderfall Plug-in-Hybriden, die rechnen seit 2 Jahren, die führen zu einer auf dem Papier Verbesserung, aber tatsächlich auch hier einen entsprechenden Anstieg. Dann haben wir uns abgekoppelt von Ländern wie Frankreich, Portugal, Italien, die alle mittlerweile auf den Klimaschutzkurs gegangen sind. Wir haben darauf verzichtet, hier mit ordnungsrechtlichen Rahmen zu arbeiten und haben eben durch diese zu freie Gestaltung eben eine klimaschädliche Wirkung für Fahrzeuge, die wir wirklich nicht in den Städten haben wollen, aber die im Moment dominieren, die Stadtgeländewagen. Okay, also klare Regeln ist die These. Klare Regeln ermöglichen überhaupt erst die Verkehrswende. Ja. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück. Ich hätte jetzt aber nochmal eine Rückfrage, die auch im Publikum bei uns gestellt wurde, und zwar, was denn eigentlich dieses Flat-Ticket so konkret ist. Das ist ein Ticket, was jeder, aber dann auch jeder bezahlen muss. Jeder, also nicht nur, wenn man es braucht, sondern jeder. Und dann aber auch jeder nutzen kann, unbegrenzt. Also in Wien hat man es wie folgt gemacht. Man hat einfach gemerkt, Wien droht, wie jede andere große Stadt, an Autoverkehren zu ersticken. Und man hat 2 Sachen gemacht. Zum einen hat man eine Parkraumbewirtschaftung eingeführt, die übrigens in Deutschland auch sehr schwer ist durch die Regeln, mit hohen Preisen für das Abstellen von Autos in der Innenstadt, auch für Anwohner. Und gleichzeitig hat man dieses Geld genommen, um dann im ÖPNV einen Ausbau zu machen, also dass mehr Takte befahren werden, dass die Strecken ausgedehnt werden, und man für 365 Euro im Jahr eine Netzkarte bekommt, eine sehr stark vergünstigte. Die Folge war, dass die Menschen total begeistert waren in Wien, stolz sind auf ihr 365-Euro-Ticket. Das ist ein Erfolgsmodell, das eben jetzt auch an anderen Orten umgesetzt wird, das auch schon in Deutschland, Paderborn, als 356-Euro-Ticket gekommen ist. Die Bonner haben experimentiert, aber wenn ich eben nicht Zusatzeinnahmen generiere zur Parkraumbewirtschaftung, wenn ich hier nicht dann auch eine Hilfestellung in der Anfangsphase habe, kriege ich es nicht hin. Deswegen haben wir auch dafür gekämpft, dass die Bundesregierung dies unterstützt. Auf dem Papier ja, bis heute natürlich wieder nicht umgesetzt, weil die Autoindustrie natürlich kein Interesse hat. Und ich verstehe es nicht. Die Automobilindustrie wird im Moment wegen ihres Verschlafens von Entwicklungen, ich habe Herrn Kelenius das selber gesagt, sie haben 7 Jahre technologischen Rückstand auf Tesla. Mittlerweile wird das sogar fast mit der gleichen Jahreszahl von Herrn Dies wiederholt. Wir sollten dann vielleicht schauen, ob wir wenigstens für den ÖPNV nicht an die Chinesen unseren Vorsprung verlieren. Immerhin sind wir noch die größten Bauer auch von Bussen auf der Welt außerhalb des chinesischen Marktes. Aber wenn wir jetzt hier die Kurve auch nicht kriegen, dann wird auch der Ausbau des ÖPNV, der natürlich kommen muss, an der deutschen Automobilindustrie vorbeigehen. Und selbst das, was die Automobilindustrie im Moment macht, da denken die Leute, sie fahren einen BMW-Geländewagen. Na, der kommt aus Mexiko. Okay, nehme ich einen Daimler. Großer Geländewagen, die werden in Nordamerika gebaut. Nehme ich einen Kleinwagen, die kommen ab nächsten Jahr aus China. Aber immerhin, der Motor ist doch deutsch. Nee, die meisten Motoren von Daimler werden von Frankreich geliefert. Und jetzt ist die Entscheidung auch getroffen worden, man möchte in China Motoren fertigen für Daimler-Fahrzeuge. Also wir erleben im Moment, dass tatsächlich die deutsche Automobilindustrie auch den Standort aufgibt. Und deswegen freut es mich, wenn andere Unternehmen sagen, wir kommen nach Deutschland und versuchen sogar mit einer sehr hohen Produktionsdichte hier zu bauen. Ich wünsche mir einen Wettbewerb bei ÖPNV-Fahrzeugen, bei Nutzfahrzeugen, bei PKWs der Hersteller, wie sie in Deutschland mit einer möglichst hohen Dichte diese fantastischen Ingenieure, die wir haben, nutzen, um ihnen langfristige Arbeitsplatzgarantien zu geben, aber natürlich für Produkte, die klimaverträglich sind, die in der Realität unterhalb der 95 Gramm CO2 bleiben. Und dass wir im Moment für 174.000 Euro Plug-in-Hybriden von Porsche nackt, also ohne Zubehör, Porsche Cayenne E-Hybrid,
in der Spitzenmotorisierung, 500 PS Verbrennungsmotor und ein kleiner symbolischer Elektromotor. Der wird gefördert als Elektroauto. Mit dem kann ich in Nordrhein-Westfalen auf der Umweltspur fahren. Und ich habe das jetzt gerade nochmal ausgerechnet. Wenn ich als Freiberufler gut verdiene, übernimmt der Staat knapp 100.000 Euro der Kosten über 5 Jahre und ich zahle nur so 76.000 Euro von den 174.000. In Frankreich ganz anders. Da zahle ich erstmal 25.000 bis 50.000 Euro Strafe für so ein Auto und kann ganze 6.000, 7.000 Euro absetzen. Alles andere ist hier dann Freiwilligkeit. Und deswegen, wir haben im Moment in Deutschland das Problem bei der Automobilindustrie, dass sie sich durch auch wiederum ordnungsrechtliche Regeln, die aber in die falsche Richtung gehen, dass der Zuschuss, den der Bundesfinanzminister für ein Auto gibt, umso höher wird, je klimaschädlicher das Auto ist. Also absurde Förderpolitik. Dinosaurier werden absichtlich erhalten, so verstehe ich das. Und Arbeitsplätze im Ergebnis gefährdet, weil das überhaupt nicht zukunftsfähig ist. Wir kommen dann gleich nochmal auf die wirtschaftlichen Auswirkungen zurück. Ich will allerdings auf eine Sache nochmal auch zurückkommen, und zwar auf die Frage dieser Flat. Aber vielleicht kann Thomas im Livestream jetzt auch schon nochmal sagen, was genau die Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert. Thomas. Ja, Jörg, du sagst es, die Frage nach der Flatrate, die hier angesprochen worden ist, ist auf jeden Fall auch eine Frage, die jetzt bei Facebook beispielsweise auch gestellt worden ist. Also insofern wäre es gut, wenn darauf nochmal eingegangen werden würde. Sonst wird bei Facebook natürlich wie immer kontrovers diskutiert. Didi Schmidt beispielsweise findet, dass Jürgen Rech Hass auf Menschen und Technik hätte, statt was für die Umwelt zu tun. Vielleicht können Sie darauf noch mal kurz eingehen, ob das wirklich so ist, dass Sie einen Hass auf Technik und Menschen haben. Dann René Lindenau schreibt, Umweltpolitik muss viel mehr Bedeutung in der Linken haben, im Bündnis mit Umweltverbänden. Das ist vielleicht eher eine Frage für Jörg. Ob Umweltpolitik, wie die Bedeutung der Umweltpolitik bei uns in der Partei ist. Und Jenny Keck fragt, wie werden denn die Verkehrsbetriebe finanziert? Das ist wahrscheinlich sowohl eine Sachfrage, wie das im Moment aktuell der Fall ist, aber vielleicht auch, wie es sein sollte. Das sind jetzt erstmal drei bis vier Inputs. Dann fange ich nochmal an mit der Flatrate. Da gibt es natürlich viele Aspekte. Aber vielleicht sage ich mal, wie es üblicherweise ist. Wenn ich in Berlin oder in Hannover, Düsseldorf ein Jahresticket haben möchte, normales, zahle ich 600 bis 1000 Euro, egal ob das jetzt oder abhängig davon, ob ich jetzt einen eingeschränkten Bereich befahren darf mit einem solchen Jahresticket oder eben den ganzen Bereich, ob ich Jugendlicher bin oder Erwachsener. Die Idee ist, durch ein Flat-Ticket einen Anreiz zu schaffen, für Fahrten in die Stadt einfach mit der Bahn zu fahren. Ich habe das in vielen Diskussionen erlebt, auch mit Vertretern vom ADAC, die in irgendeiner Stadt ja leben, die sagen, Mensch, wenn ich mit der Familie in die Stadt fahre, mit dem Bus, zahle ich hin und zurück 16 Euro. Für die 4 Kilometer nehme ich dann natürlich das Auto. Parken ist kommt umsonst oder für 1 Euro. Ich spare Geld. Habe ich jetzt ein solches 365-Euro-Ticket, dann überlege ich mir doch bei jeder weiteren Fahrt, ob ich jetzt wirklich das Auto fahre, weil ich kann ja kostenlos mit dem entsprechenden Ticket unterwegs sein. Ein weiterer Vorteil, diese komplexen Ticketsysteme, die ich eben in vielen Städten vorfinde, wo ich mich erstmal durchfuchsen muss, welche Tarifstufe brauche ich, fällt alles entsprechend weg. Und man hat einfach eine niedrigere Barriere, dorthin zu kommen. Dann zur Frage der Technikfeindlichkeit. Ich glaube, weder ich als Person noch Deutsche Umwelthilfe noch andere Umweltschützer sind, oder zumindest mal viele, sind technikfeindlich. Ich würde mich sogar als besonders technikaffin bezeichnen. Und ich habe leider auch sehr viel Strecke, die ich mit dem Auto fahren muss, weil ich am Rand von Deutschland lebe. Also 40.000 Kilometer ist für mich ein normale Strecke, die ich pro Jahr fahre. Deswegen bin ich früher mit Verbrennern gefahren, Benzin, Diesel, einfach
Versuch kleine oder Mittelklassefahrzeuge, die effizient waren. Später Hybrid, unter anderem Toyota, wurde ja dann ja auch mal thematisiert. Seit einigen Jahren fahre ich Elektroauto und muss feststellen, mittlerweile geht die. Seit Renault Zoe, das ist das erste Elektroauto, das auf den Markt kam, das wirklich ausgereift ist. Und mittlerweile gibt es einige mehr, den Tesla Model 3, es gibt den ID3 von VW, es gibt die Südkoreaner. Alles Autos, die man empfehlen kann, die relativ gut sind. Und deswegen, nee, wir sind, glaube ich, da nicht technikfeindlich. Die letzte Frage für mich war, glaube ich, die Finanzierung des ÖPNV. Das ist eine Aufgabe, die schon immer auch der Staat zu leisten hatte. Das ist eine soziale Verpflichtung. Und hier war ich vor ein paar Jahren entsetzt, dass selbst bei den Grünen darüber diskutiert wurde, dass man in einem Leitantrag hingenommen hat, dass eben die Busverbindungen immer schlechter werden und dass man über Uber-Lösungen das ersetzen müsste. Ich habe mich da mal bei einem Parteitag massiv dagegen ausgesprochen, weil das ist eine moderne Form der Sklaverei, diese Uber-Geschäftsverhältnisse, also Arbeitsverhältnisse auch. Aber nein, wir brauchen das Gegenteil. Wir müssen intelligente Nahverkehrsverbindungen in der Fläche haben. Und das zeigen Dänemark, das zeigen die Niederlande, das zeigen vor allen Dingen die Schweiz, dass es funktionieren kann. Und wenn ich eben eine ausreichende Taktzahl habe, dann kriege ich auch die entsprechenden Fahrgäste wieder hinein, verbunden mit einem entsprechenden Tarifsystem, idealerweise flat. Das heißt dann trotzdem, ich habe einen etwas höheren Investitionsbedarf, kann allerdings an anderer Stelle einsparen. Wenn mehr mit ÖPNV gefahren werden, brauche ich weniger für Straßen ausgeben. Ich will vielleicht kurz auf den Punkt eingehen, der beschrieben wurde oder der angefragt wurde, wie denn die Bedeutung der Umweltpolitik für die Linke sei. Und ohne dass ich beschönigen will, dass auch die Linke in der Vergangenheit durchaus die Umweltpolitik als sträflich vernachlässigt hat, würde ich mal so bezeichnen, oder auch Irrtümer begangen hat, etwa die realsozialistische Linke, für die die Atomkraft, soweit sie nur in Volkeshand ist, irgendwie was Besseres wäre. Also ohne diese Beschönigung will ich aber zumindest für uns als Partei Die Linke sagen, dass wir der Meinung sind, dass die Umweltpolitik eine der Punkte ist, in dem wir die Sozialpolitik mit der Umweltpolitik versöhnen müssen. Und zwar deshalb, weil wir eine Umweltpolitik nur dann hinkriegen, und da komme ich dann auch gleich nochmal auf Jürgen Rechts Position zu dieser Flat, wir bekommen die nur dann hin, wenn die Menschen Umweltpolitik nicht als soziale Bedrohung empfinden, dann werden sie sie ablehnen, sondern wenn sie sie als Befreiung empfinden. Und wir haben derzeit die Situation, dass, um jetzt bei den Straßen zu bleiben, die Menschen mit den niedrigsten Einkommen in den Wohnungen wohnen, wo die größten Fernstraßen sind, wo die größte Umweltbelastung ist. Insofern ist es auch ein soziales Thema und die Spaltung der Gesellschaft findet auch darüber statt. In dem Sinn kein Widerspruch. Aber eine Frage habe ich natürlich tatsächlich, weil das auch bei uns in der Partei durchaus kontrovers diskutiert wird, nämlich die Frage der Flats. Wenn wir eine Flat haben, haben Sie sich denn mal mit der Frage der sozialen Verteilungswirkung für diese Flats befasst? Weil das ist tatsächlich für unsere Wählerinnen und Wähler, auch für unsere Anhängerinnen, evident wichtig. Ein Satz noch. Gerade vor 2 Tagen habe ich gelesen, dass die Linksfraktion im Münchner Stadtrat zusammen mit der CSU für die Einführung eines 365-Euro-Tickets stimmen möchte. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Aber die Frage ist und bleibt, führt die Flat nicht nur zu einem ökologischen Vorteil, sondern führt sie auch zu einer sozialen Entlastung für die unteren Einkommensgruppen? Wie sehen Sie das? Ganz eindeutig ja. Ich will eine kleine Geschichte erzählen. Bevor wir eigenständig uns Klagerecht erstritten haben für die saubere Luft, haben wir immer Bürger gesucht, die an diesen Straßen gewohnt haben. Und in Hannover ist mir das besonders deutlich geworden. Da haben unsere Mitarbeiterinnen über einen Monat gebraucht, bis sie jemanden gefunden haben, der klagen wollte. Der mit vielen Menschen gesprochen. Das waren Arme, Kranke, sozial Schwache, Ausländer, alle, die keinen Ärger mit dem Staat haben wollten und deswegen nicht klagen wollten und konnten. Da ist uns deutlich geworden, dort, wo viel Verkehr ist, wo viel Lärm ist, wo schlechte Luft ist,
sind die Mieten billiger. Und da gehe ich dann rein. So, jetzt gehen wir zur Flat rüber. Diejenigen, die eben dieses weniger Geld haben, können sich in der Regel auch kein Auto leisten. Die sind angewiesen auf einen funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr. Und die sind heilfroh, wenn sie dann mit einem solchen entsprechenden Ticket deutlich günstiger fahren können. Und das ist im Moment, auch dort, wo es mal testweise wie in Bonn eingeführt worden ist, war das gerade für diejenigen, die eben nicht über die notwendige Knete verfügen, sich dann den Porsche Cayenne oder eben halt auch sonst nochmal einen oberen Mittelklasse oder überhaupt ein Auto neu zu leisten. Die trifft es ganz besonders positiv, wenn hier ein Ausbau stattfindet. Also wichtig ist, fast noch wichtiger ist ja eben, dass mehr angeboten wird und dass ich dann eben vergünstigt den Zugang finde. Also die soziale Frage ist dabei und ich will ein Beispiel auch nennen, wo wir in einem anderen Bereich das mitgedacht haben. Es gibt über Jahre hinweg ja die Diskussion Modernisierung von Wohnraum und damit eben auch die Vernichtung von günstigen Wohnungen, Luxussanierung als Stichwort. Wir haben bewusst den Schulterschluss mit dem Deutschen Mieterbund gesucht und arbeiten seit Jahren, das macht meine Kollegin Barbara Metz mit großem Erfolg, gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund zu der Frage, wie kriegen wir eine Modernisierung von Wohnungen hin, insbesondere, dass man weniger Nebenkosten hat, ohne dass jetzt eben hier diese Verwerfungen eintreten. Also dass ich eben zum Beispiel auch im Ausbau, da kämpfen wir im Moment dafür, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau nicht unterscheidet zwischen Förderprogrammen für den sozialen Wohnungsbau und für die Sanierung. Man kann es aber nicht, faktisch nicht kombinieren. Und wir haben dann Bauunternehmer gefunden, die tatsächlich sozialen Wohnungsbau mit Ökologie verbunden haben. Und für die Mieter ist es natürlich grandios, weil die sehr viel niedrigere Nebenkosten haben. Und das geht eben, ohne dass es dann sehr viel teurer wird. Man muss nur halt diesen konzeptionellen Ansatz wählen. Und deswegen in der Mobilität, im Bauen, Klimaschutz und soziale Fragen sind nicht nur kein Widerspruch, sondern sie gehen zusammen. Genau, da will ich nochmal einhaken, weil genau das nämlich eine Absurdität sondergleichen ist, die mir als jemand, der häufig in Berlin ist und da auch bekannte Verwandte und so weiter hat, auffällig ist, dass sich Menschen gegen eine Modernisierung ihrer Wohnung wehren, obwohl sie eigentlich ökologisch sinnvoll ist, mit der Begründung, das wäre dann natürlich für sie zu Recht auch sozial ein Problem. So. Und das ist doch eigentlich ein absurder gesellschaftlicher Zustand, dass Menschen nicht besser wohnen wollen, weil sie sich sozial nicht leisten können, obwohl es ökologisch und sozial eigentlich vernünftig wäre. Dass wir da eine andere Regelung benötigen, ist aus meiner Sicht auf der Hand liegend. Da muss dringend was passieren. Ähnlich wie bei der Frage der Förderung eines Porsche Cayennes mit 100.000 Euro durch den Staat. Exakt. Damit sind wir wieder beim Ordnungsrecht. Wir kommen nicht drum herum, dass wir eben zum Beispiel auch für die Verteilung der Kosten für die Modernisierung einer Wohnung einen Weg finden, dass eben der Mieter so geschont wird, dass es eben nicht zu diesem von in vielen Fällen einfach gewünschten Effekt führt. Also es ist ja im Moment einfach auch eine Missbrauchsdiskussion. Deswegen, ich bin total gespannt auf die Mietpreisbremsenentscheidung, die wir in Berlin dann erleben werden. Es ist einfach zum Teil unanständig, was mit Wohnraum passiert. Und man missbraucht dann das Argument der energetischen Sanierung, um eben danach zu einem ganz anderen Satz vermieten zu können. Wir meinen, und wir konnten das auch in vielen Fällen jetzt einfach aufzeigen, das schließt sich nicht aus. Wenn man hier eben mit entsprechenden Regeln arbeitet, kann ich eben beides machen. Und wir brauchen die Sanierung des bestehenden Wohnraums in Deutschland, aber fast noch mehr, oder ich will mal zumindest sagen, an einer Stelle kann das sehr viel schneller gehen. Die öffentliche Hand, die weigert sich, ihre eigenen Bauten zu sanieren. Die gibt sich selber jetzt jahrelange Zeiten, wo sie gar nichts machen möchte. Und das sind viele, das sind nicht nur die Ministerien und Rathäuser, das sind die Schulen, die Universitäten, die Kindergärten. Wir haben so viele öffentliche Räume, die, wenn man hier entsprechend ein Sanierungsprogramm starten würde, Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Deutschland, grüne Berufe, auf Jahre eben mit Aufträgen belegen kann. Aufträge, die auch eben sehr hohe Anteile von Lohnkosten beinhalten, das heißt wenig Nebenkosten. Ich habe hier diese positiven Effekte auch
eben in den Arbeitsmarkt hinein. Das große Problem ist, es sind halt keine Konzerne, das sind alles Kleinbetriebe und die haben eben keine Lobby in Deutschland. Jetzt gibt es noch eine Frage von Mike Schreiner, der fragt, wie ist das eigentlich mit der Dieselsteuer bzw. der Dieselvergünstigung? Könnte man die nicht irgendwie in Richtung ÖPNV verändern? Wunderbar, das ist eines der Vorschläge, 7 Milliarden Euro, die hier im Moment zu einer Vergünstigung von Diesel verwendet werden. In der Schweiz, und das ist eigentlich auch die Vorgabe der EU, hat man die Kraftstoffe nach dem CO2-Gehalt besteuert. Das heißt, Diesel müsste 10% teurer sein als ein Otto-Kraftstoff. Bei uns ist aber die Besteuerung genau umgekehrt. Das wird begünstigt. Es gibt überhaupt keinen Grund, auch nicht klimapolitisch, Diesel zu begünstigen. In den letzten 12 Jahren war in jedem Einzeljahr beim Kraftfahrtbundesamt in der Statistik der Neuzulassungen der durchschnittliche CO2-Ausstoß von Diesel-Neufahrzeugen höher als von Benzinern. Trotzdem wird es begünstigt. Das sind Beträge, die man nehmen kann. Aber auch die Dienstwagenbesteuerung, die mit mehreren Milliarden Euro, da gibt es keine genauen Berechnungen, den Haushalt belasten. Wenn wir die einfach umstellen auf französische Verhältnisse, dort können Sie nur 18.300 Euro, die ersten 18.300 Euro eines Autos nehmen. Nehmen wir eine Hebamme, die kauft sich einen Opel Corsa, den meistgebrauchten Kleinwagen, mit einem normalen Benziner, gar nicht Elektro. 14.000 Euro ist man dabei, Listenpreis. Da kann man noch richtig schön was reintun. Für 18.000 kriege ich auch noch einen Mittelklassewagen, einen günstigen. Und den kann ich dann voll absetzen. In Deutschland werden halt aber 50.000, 80.000 Euro Autos, aber auch 200.000 oder 500.000 Euro Autos abgesetzt. Diese ganzen Luxusfahrzeuge werden praktisch zu 100% dienstlich zugelassen. Wer sich für 500.000 Euro ein Bentley leisten kann, bekommt 280.000 Euro davon vom Bundesfinanzminister über 5 Jahre erstattet. Das gibt es in keinem Land der Erde. Und diese Summen, meistens natürlich die kleineren, die 30, 40, 50.000 Euro Fahrzeuge, oder die eben begünstigt werden. Hier könnte man eben durch eine Lenkung in Richtung wenig klimaschädliche Fahrzeuge und eben auch Begrenzung nach oben, könnte man sehr viel Geld einsparen und damit einen leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland finanzieren. Sagt Jürgen Resch, vielen Dank. Eine letzte Frage noch, die mich eher privat interessiert. Ist die Deutsche Umwelthilfe eigentlich für ein Böllerverbot oder nicht? Na, wir kämpfen doch seit vielen Jahren dafür. Wir haben über 70% der Bürger jetzt auch hinter uns, wobei wir sind für rauschende Feste, gut, in diesem Jahr nur in ganz kleinen Kreisen, leider nicht mit Freunden zusammen. Also wir sind keine Spaßbremse, wir mögen es auch zu feiern. Aber es kann doch nicht angehen, dass jedes Jahr Tausende von Menschen sich ihre Hände also Finger verletzen, Augenverletzungen haben. Es sind sehr, sehr viele Kinder, unbeteiligte Kinder, die davon betroffen sind. Und wir werden seit Jahren von den Unfallchirurgen, von Augenärzten bedrängt, die sagen, wir haben die schlimmsten Situationen immer in den Stunden nach Silvester. Deswegen, wir kämpfen dafür. Wir haben jetzt immerhin die Bundesregierung dazu gebracht, dass sie es empfohlen hat. Wir haben Rechtsgutachten gerade fertiggestellt, um den Städten eine Ausweisung größerer Verbotszonen aufzuzeigen, wie das geht. Und wir hoffen immer noch drauf, dass irgendwie zum Schluss doch mal aufgezeigt wird, dass wir wie in Asien mit zum Beispiel mit tanzenden Drohnen oder so, die dann beleuchtet sind, was Schönes machen und nicht mit Krach, Bumm, Knall. Das sind eigentlich relativ primitive Soundeffekte. Die Lichteffekte bekomme ich sehr viel schöner auf andere Art und Weise hin. Vielen Dank, Jürgen Resch. Ich nehme mit heute, die Umweltpolitik kann mal so richtig krachen lassen, aber nicht zum Böller, sondern vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, dass man im Konflikt mit denen, die sehr viel Geld ausgeben können für ihre Autos, für ihre Bonzenschleudern, wenn man da sich in den Konflikt begibt und da Erfolge erzielt. Das ist möglich. Und Regelung ermöglicht Freiheit. Das ist auch ein Punkt, der ja uns Linke auch mit der ökologischen Frage vereint, dass man dort also sagen kann, wir wollen die Bedürfnisse derer befriedigen. Und das heißt, das geht eben nur, wenn man Regeln schafft, die für uns alle dann auch sinnvoll sind. Und
wenn wir dann jetzt konkret werden für 2021, habe ich mitgenommen, Mobilitätsgesetz und eine umfassende Sanierung von öffentlichen Gebäuden, Kitas, Schulen, ökologische Sanierung und zudem auch Dieselfahrverbote sowieso und ein Flat-Ticket für alle großen und kleinen Städte. So habe ich es verstanden. Vielen Dank, Jürgen Resch. Wir werden uns, denke ich, auch in den nächsten Wochen, Monaten häufiger sehen, wenn es zum Bundestagswahlgang geht. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg, nicht nur beim Klagen, sondern auch beim rauschende Feste feiern zu Silvester ohne Böller und am besten in Zukunft mit einem ÖPNV, der kostenfrei ist. Bis dann. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.